einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aktien-Roundup. Heute mit dem Thema BASF, das heißt, heute beschäftigen wir uns wieder den Tag lang mit der Chemieindustrie, mit der Chemiebranche. Das wird heute Hauptthema sein. Wir starten auch gleich direkt rein. Wie gesagt, heute mit dem ersten Fokusthema BASF. Für alle, die nochmal einen Blick auf die ISIN werfen wollen, das ist die von BASF. Für alle, die nochmal einen Blick auf den Kurs werfen wollen, das werden wir jetzt tun, denn ja, bei BASF hat sich doch in der letzten Zeit ja so einiges getan. Und das ist jetzt hier mal der sehr, sehr langfristige Chart, zurückgeblickt bis auf die Niveaus um 2008, 2009. Ein bisschen auch aus dem Hintergrund, dass wir sehen, wo der Kurs aktuell gerade steht. Also er geht wieder in die Region rund um die Finanzkrise, kann man sagen. Hatte so eine ziemlich zyklische Entwicklung hinter sich. Also wir sehen es ganz gut. Wir haben ja eigentlich seit 2008, 2009 einen konstanten Aufwärtstrend hingelegt, der sich in eine Spitze gemündet hat um die 2015 bis 2017, 2018 hier oben. Und dann in einen Abwärtstrend übergegangen ist. Man sieht es hier so ein bisschen in der roten Linie, immer wieder in der Wellen- und in der Zackenform. Das kommt von der Zyklik des Geschäftes und ist dann aber hier gemündet, ja, in den letzten, jetzt muss man sagen, anderthalb Jahren in diesem Seitwärtstrend. Wir sind hier im Monatschart, das darf man nicht vergessen. Also jede einzelne Kerze zeigt ja wirklich einen Monat an. Ein bisschen deutlicher wird es noch, wenn wir einmal in den Wochenchart blicken. Auch da sehen wir halt wirklich diese schöne Seitwärtsbewegung und diese Konsolidierung, in der wir uns befinden. Gründe dafür gibt es viele, die schauen wir uns gleich nochmal an. Rein charttechnisch kann man aber sagen, ist das Ziel eigentlich ein Ausbruch aus diesem Korridor und dann noch am besten ein Ausbruch über diese 200-Tageslinie. Dann könnte man mal wirklich über so einen Befreiungsschlag sprechen. Im besten Fall steckt man dann im gleichen Moment nämlich auch diesen Abwärtstrend, den wir hier oben sehen. Aktuell hängt man ungefähr aber an dieser 48er-Marke, die auch schon so einen leichten Widerstand eigentlich zeichnet. Also man sieht es hier in der Vergangenheit, um diese Marke war immer viel los. Auch jetzt in der jüngeren Zeit wurde ja um die 48, 49er-Marke immer mal wieder gekämpft. Man ist zwar öfter auch wirklich durchgebrochen, nur hat man es nie geschafft, hier über ja, diese 53, 54 zu steigen. Und man sieht, dass hier ja wirklich viele Punkte aufeinandertreffen. Also hier ist der gleitende Durchschnitt, hier ist der Trend, hier ist aber auch der Kasten, der enden würde, der Konsolidierung. Das heißt, ein Durchbruch hier wäre potenziell in der Zukunft mal ja, der Durchbruch auch wieder zu vielleicht neueren Hochs. Nach unten hin muss man ganz klar sagen, ist ja diese 38er-Linie hier die starke Begrenzung, auch das Tief aus der Corona-Zeit. Das Tief, was wir hier im Oktober letzten Jahres oder vorletzten Jahres, muss man sagen, getestet haben. Ja, und eigentlich uns jetzt so ein bisschen hier in der Mittellinie befinden. Ich habe gerade gesagt, Gründe gibt es viele. Ja, man kann ganz gut sagen, Chemieindustrie ist zyklisches Geschäft. Chemieindustrie ist aber auch ein Geschäft, was an hohen ja, operativen Kosten hängt, hohen Energiekosten, und diese Summe hat zu diesen Schlagzeilen hier geführt. Also BASF will Stellen streichen, BASF baut weiter Stellen ab, baut den Konzern um. Man muss an der Stelle sagen, BASF ist der weltweit größte Chemiekonzern. Trotz der etwas schwierigen Jahre, wenn man rein auf den Umsatz hier wirklich schaut, ist man Marktführer und hat sich in den letzten Jahren eigentlich auch weiter als Marktführer etablieren können. Und trotz eines Umsatzrückgangs, den wir uns gleich anschauen werden, ist man immer noch der größte Chemiekonzern der Welt. Wie gesagt, was sind Gründe dafür? Ja, wir wissen es zum einen, das ist das Gasproblem, das wir kennen. Also generell, wie viel Gas die Chemieindustrie benötigt. Man sieht es hier oben, die Industrie gesamt und direkt auf Platz 2 mit einem signifikanten Anteil, so um die ein Drittel, liegt dann wirklich bei der Chemie und der Chemieindustrie und den chemischen Erzeugnissen, also auch all das, was BASF eigentlich abdeckt. Das sind wirklich Industrien, die viel, viel Gas benötigen. Wir wissen, wie teuer die Gaspreise waren. Also das ist der eine Punkt. Und zum anderen brauchen wir aber auch viel Strom. Also auch Energie- und Stromkosten sind auch signifikant für ja, eigentlich die Chemieindustrie in Deutschland. Und man sieht es hier oben, man kann schon sagen, eigentlich ja,
gilt das Ganze als Wettbewerbsnachteil, wenn man hier aktuell in Deutschland aktiv ist. Das Ganze hat sich wieder ein bisschen verbessert. Wir sehen schon seit 2022 einen leichten Abwärtstrend. Man muss aber ganz generell sagen, sind wir immer noch über den Niveaus aus China, aus den USA, aus Frankreich und ja, als ganz klassischer Produzent, die jetzt auch wirklich viele Produktionsstandorte noch in Deutschland oder in Europa haben, ja, muss man sagen, ist das ja, ein Wettbewerbsnachteil, mit dem man aktuell auch zu leben hat und mit dem BASF tatsächlich aber auch zu kämpfen hat. Was sehen wir zusätzlich? Ja, wir sehen zusätzlich eine Zyklik in dem Geschäft und diese Zyklik in dem Geschäft kommt auch einfach daher, dass das Chemiegeschäft an sich ein Geschäft ist, was sehr stark an einem zyklischen Wirtschaftssektor hängt oder an einem zyklischen Wirtschaftskreis hängt. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn die Konjunktur gut läuft, dann geht auch viel Geld für Produkte raus, weil die Konjunktur gerade gut läuft. Und aus diesen Gründen und alles, was dahinter steckt, ist am Ende ja die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen. Also sehr, sehr viele Produkte über den breiten Markt verteilt. Zumindest einigen dieser Fertigungsprozesse stecken am Ende chemische Erzeugnisse, chemische Vorprodukte und all das ja, zeigt diese Zyklik an. Und da wir gerade eine etwas schwächere Konjunkturphase haben, das sehen wir hier, haben wir nicht nur einerseits Gegenwind durch einen höheren Strom und einen höheren Gaspreis, sondern auch Gegenwind dadurch, ja, dass die Konjunktur schwächelt und die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen nicht so stark ist. Bessert sich das Ganze? Ja, man kann so ein bisschen sagen, man sieht zumindest eine Entwicklung in eine leicht positivere Richtung. Also wir sehen es hier, 2021 hatten wir noch eine positive Zyklik. Wir haben zwar trotzdem hohe Kosten, also hohe Gas- und hohe Stromkosten. Auch das war schon Gegenwind. Allerdings war die Nachfrage nach Produkten noch deutlich höher. Wir hatten eine anziehende Konjunktur. Das hat sich geändert. Wir sind in eine Rezession oder zumindest eine stagnierende Wirtschaft reingelaufen und auch die Erwartung für die Zukunft, man sieht sie in blau, ja, die sehen eher nach einem Seitwärtslaufen bzw. leichten Anstieg an und nicht nach einem starken Anschub. Deutlich wird das nochmal ein bisschen, auch wenn man auf die größeren Zyklen schaut, jetzt so ein bisschen die Veränderung, wirklich nochmal diese Wellen, die man immer schön sehen kann, der Chemieproduktion und auch der Nachfrage dementsprechend danach. Also immer mit den Tiefs in der Finanzkrise, den Hochs, die darauf gefolgt sind, wieder Tiefs, Hochs, Tiefs, Hochs. Also man sieht sehr schön diese Wellenform auch in dieser Grafik. Jetzt, wie gesagt, auch diese Extreme in Corona, der Boom, den wir danach hatten, teilweise in der Konjunktur auch ausgelöst, natürlich durch den sehr, sehr lockeren Geldmarkt und jetzt wieder diesen Rückfall in diese tieferen Rezessionen rein. Und ja, rein von diesem Bild ist natürlich die Aussage schon richtig, dass man sagen kann, okay, es kommt halt wieder ein Anstieg, wie gesagt, auch hier nochmal in einem globalen Betrachtungszeitraum, hier diese Wellenform und dementsprechend auch eigentlich die Intuition, okay, es kommt wieder eine Welle, die positiver ist. Die Frage ist natürlich, wann kommt sie und wie kann BASF davon auch dann jetzt potenziell profitieren? Dazu muss man jetzt die Weichen stellen, dazu muss man jetzt quasi aktiv werden und auch überlegen, wie kann man seine Stärken nutzen. Bevor wir das machen und das gleich aber kurz besprechen, ihr wisst, ein kurzer Blick in die Geschichte. Wir fliegen einmal durch, um auch wirklich zu verstehen, wo kommt BASF her, wo liegen potenziell die Stärken und was ist eigentlich auch die Idee des Unternehmens. Gegründet wurde das Ganze ja 1860, ungefähr 1856 von Friedrich Engelhorn. So richtig ging es los mit der Produktion 1865. Ursprungsidee war eigentlich, dass erkannt wurde, dass über bestimmte chemische Verfahren ein Teerfarbstoff aus Steinkohle auch hergestellt werden konnte. Das Ganze wurde in England entdeckt und dann von Friedrich Engelhorn in seinem Kohle-Gas-Unternehmen eigentlich weiter etabliert. Und er hat dann die Badische Anilin- und Soda-Fabrik gegründet, in Abkürzung jetzt für BASF, und hat damit auch sehr, sehr früh wirklich Erfolge erzielen können. Also 1965 bis eigentlich in die Jahre danach, die nächsten 10, 20, 30 Jahre danach, gab es eine deutliche Nachfrage nach diesen Farbstoffen. Die Idee der Badischen Anilin- und Sodafabrik war dabei, das, was das Unternehmen heute eigentlich auch schon macht, und zwar die ganze Kette, die ganze Wertschöpfungskette vom
den Chemikalien bis hin zum Farbstoff am Ende auch wirklich darzustellen, also die gesamten Produktionsprozesse darzustellen. Das ist heute noch eine kleine Besonderheit, das war damals aber auch eine Besonderheit, dass man gesagt hat, okay, wir bilden die Kette ab, wir haben die ganze Wertschöpfung. Und das hat dazu geführt, dass dieser sehr, sehr starken Nachfrage auch ein äußerst profitables Geschäft entstanden ist. Der erste Durchbruch international, den gab es so um die Jahrhundertwende mit Indigo Pure, hieß es damals als Farbstoff. Und man hat sich eigentlich damit so ein bisschen an die Spitze der Farbstoffe ganz international auch gesetzt. Das Ganze wurde dann in der Zukunft nochmal weiter wirklich internationalisiert. Man sieht es hier mal auf dem chinesischen Markt und das war auch lange Zeit wirklich Treiber von BASF. Noch deutlicher wurde der Aufschwung dann ja wirklich nach der Jahrhundertwende. Viele kennen das Haber-Bosch-Verfahren und das hat dazu geführt, dass man plötzlich auf einem rein industriellen, rein schematischen Teil mit dem Haber-Bosch-Verfahren wirklich Ammoniak synthetisieren konnte, und zwar ohne Erdgas. Das war die Besonderheit, das heißt, man konnte Dünger rein industriell herstellen, und das hat am Ende zu einer extremen Expansion auch der Möglichkeiten rund um den Dünger geführt, ernährt heute immer noch Milliarden von Menschen und hat tatsächlich auch zu einem sehr, sehr starken Aufschwung von BASF geführt. Dann kam der Erste Weltkrieg, wir wissen es ungefähr 1914, ging es dann langsam los und all das hat natürlich dazu geführt, dass auch chemische Produkte anders genutzt wurden. Salpetersäure zum Beispiel produziert wurde in den Werken von BASF und im Laufe der Zeit dann auch ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen stattgefunden hat, und zwar 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es nämlich eine Stagnation des Marktes, und diese Stagnation des Marktes, diese Umstellung aus den Jahren zuvor, hat eigentlich dazu geführt, dass man höhere Effizienzen schaffen wollte, dass man Produktionsketten effizienter gestalten wollte und da dementsprechend einen großen Zusammenschluss von Unternehmen stattgefunden hat. In dem Fall war das die IG Farben Aktiengesellschaft 1925, und sie hielt tatsächlich bis zum Zweiten Weltkrieg an. Auch da natürlich wieder die Umstellung in Kriegswirtschaft, auch da wieder die Umstellung in wichtige Stoffe, die für die Kriegsproduktion benötigt wurden. Die IG Farben bestand danach auch noch ein bisschen, selbst nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab aber den starken Bedarf der französischen Militärbesetzung zu sagen, okay, wir möchten diesen großen Konzern dezentralisieren, wir möchten diesen großen Konzern so umstrukturieren, dass er nicht mehr so die große Macht hat. Das war ja so das erste Ziel in der Nachkriegswirtschaft, also diesen große Zerschlagung deutscher Konzerne eigentlich voranzuführen. Wir haben es in vielen Bereichen gesehen, aber halt auch bei der IG Farben. Dann ist BASF also wieder zurückgekehrt zu BASF als erstmal lokale Größe in Ludwigshafen, hat aber von dort aus relativ schnell wieder Fuß gefasst, hat wieder Düngemittel produziert, hat Kunststoffe produziert, hat sehr von dem Aufschwung der 50er, 60er Jahre profitiert, von dem Boom in den Ölindustrien, von der Herstellung von Plastik, und ja, man sieht es auch hier in den Abbildungen, das ist das, was auch BASF heute noch sehr, sehr lange treibt. Man hat auch weiter expandiert, die Standorte weiter ausgebaut, und zwar immer mit dem Hintergrund, was ich gerade eben angesprochen habe, ganze Wertschöpfungsketten abzubilden, und zwar zusätzlich auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, ja, in ganz vielen chemischen Prozessen fallen ganz, ganz viele Nebenprodukte an. Und was wir nicht machen bei BASF, ist zu sagen, okay, wir schmeißen diese Nebenprodukte auf den Müll oder verkaufen sie oder wie auch immer, sondern man versucht, diese Nebenprodukte für weitere Produktionsprozesse von anderen chemischen Produkten zu nutzen. Das heißt, jedes Nebenprodukt, jedes Abfallprodukt kann eigentlich zur Herstellung von einem anderen Gut genutzt werden. Das ist so die Idee, diese Verbund-Idee, die BASF bis heute eigentlich weitertreibt und auch dazu geführt hat, dass man so ein riesiger Konzern geworden ist. Und die auch dazu geführt hat, dass der Konzern so breit diversifiziert ist. Denn das ist auch die Idee von BASF. Wir haben diese Zyklik gesehen, und diese Zyklik gilt natürlich für den gesamten Chemiesektor. Aber wir wissen, es gibt immer wieder Phasen, wo halt bestimmte Sorten von Gütern stärker und andere weniger stark nachgefragt werden. Und viele Unternehmen konzentrieren sich ja eigentlich darauf, ja, sich zu spezialisieren und da möglichst hohe Effizienzen zu schaffen. Und BASF macht das genau nicht, sondern versucht halt, das breite Feld abzudecken über diese Verbund
ja, Technologien und damit halt eigentlich dieser Zyklik möglichst zu entgehen. Das hat zuletzt, wie gesagt, haben wir gesehen, nicht ganz so gut geklappt. Insbesondere natürlich durch Corona, dem ersten Schwung, dann durch den Angriffskrieg Russland-Ukraine, weiterhin erhöhte Strompreise und all das sind halt Gegenwinde, mit denen man eigentlich bis heute noch zu kämpfen hat. Trotzdem globalisiert man sich weiter, man geht in weitere Regionen hinein. Man sieht es hier so, Malaysia hat man 2004 gegründet und auch weiter ausgebaut. Und tatsächlich ist das auch die Idee aktuell, also weiter zu expandieren in Asien, weiter zu expandieren in den USA, weiter dorthin Produktionsstandorte zu verlegen, wo man halt noch kostengünstiger auch produzieren kann. Bevor wir gleich nochmal in die Zukunft blicken, lasst uns noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit und auf unseren Snapshot blicken. Man sieht hier nämlich ganz gut ja, so ein paar Parameter, die wirklich wichtig sind. Also zum einen ist es das Geschäftsjahr 2023. Zum einen sieht man hier, ja, der Umsatz liegt bei 69 Milliarden Euro, also ein riesiger Konzern, kann man sagen. Die Margen sind aber nicht überraschend relativ gering, bei ja, so um die 24, 25%. Wir sind halt wirklich im produzierenden Gewerbe, also kapitalintensives Gewerbe. Was wir aber auch sehen, ja, die Profitmarge liegt bei nur 1%. Das heißt, sagen nur, ja, man muss sagen, es ist wieder zumindest eine etwas positivere Richtung, wenn wir hatten in den letzten Jahren durchaus auch Jahre, in denen Milliardenverluste geschrieben wurden. Also hier wieder zumindest entsteht ein Gewinn, auch wenn er gerne höher sein könnte. Wir sehen, wir vom Cashflow, also rein vom operativen Geschäft her, verdient man aber immer noch Geld. Also trotz des Gegenwindes hält man sich eigentlich relativ wacker. Und das zeigt sich natürlich auch hier so ein bisschen im Aktienkurs, der natürlich schwankt, aber in der Range bleibt von so um die 40 bis um die, ja, 49, 50 hoch. Das ist so die Range, die man hier abbildet. Äußerst positiv ist eigentlich zu sehen, ja, dass man eine Dividende von knapp 7%, über 7% zahlt und die auch aktuell weiter Aufhängerrecht erhält. Und das sieht man auch hier in diesem Graphen, wenn wir also vor 10 Jahren investiert hätten und BASF eigentlich im Kopf haben als ein Unternehmen, ja, was in den letzten Jahren nicht so wirklich in Schwung gekommen ist, was eher unter ja, einem Rhythmus gelitten hat, wo wir gesagt haben, wir hatten viel Gegenwinde der Wirtschaft und jetzt aber halt sehen können, ja, im Aktienkurs durch die gezahlten Dividenden haben wir trotzdem hier einen positiven Trend erreicht und das trotz einer Stagnierung halt auf dieser breiten Ebene. Wir sehen allerdings auch, das KGV ist äußerst hoch, also der Gewinn, der so niedrig ist, der kann langfristig nicht so bleiben und wird er wahrscheinlich auch nicht. Was wir aber auch sehen ist, ja, das Kursumsatzverhältnis von 0,6 zeigt eigentlich, dass man relativ günstig gerade bewertet ist. Man steht auch relativ solide da. Hinter mir sieht man es, der Verschuldungsgrad, der liegt bei 1 und das sehen wir gleich nochmal in den Grafiken. Wir sind vom Eigenkapital her sehr, sehr gut ausgestattet und das ist auch der Grund, warum wir aktuell trotzdem eine so hohe Dividendenrendite auch aufrechterhalten können, ja, trotz des hohen Gegenwindes, den wir zuletzt hier gesehen haben. Lasst uns noch mal ein bisschen in die Zahlen blicken. Und zwar zum einen in so die Entwicklung der letzten Jahre. Also wir sehen es, der Umsatz 2019, 2020, da war nicht so viel los. Es gab zwar eigentlich hier mal wieder den Wunsch des Auftriebs, Corona kam aber dazwischen. Dann der Boom 2021, auch 2022 hat man den Umsatz weiter erhöhen können. Wir sehen aber halt einen deutlichen Rückgang hier. 2023 hat auch mit so ein paar Sondereffekten zu tun. Wer sich ein bisschen mit BASF beschäftigt hat, der weiß, ja, BASF hat eine Tochter, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und diese Tochter ist insbesondere im Bereich Gas- und Ölfelderschließung unterwegs gewesen. Die hat auch dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr starke Verluste auch gemacht haben. Insbesondere, weil sie halt viele Rechte zur Exploration in Russland hat, die eigentlich halt, man muss man sagen, abgeschrieben werden mussten. Denn ja, diese Tochter wurde eigentlich mehr oder weniger enteignet von Russland. Also diese Rechte haben eigentlich keine Wertigkeit mehr, hat zu Milliardenabschreibungen bei BASF geführt. Man wollte diese Tochter auch lange Zeit loswerden und das hat man jetzt geschafft. Dementsprechend hofft man hier auch wieder so ein bisschen ja, eine Effizienzsteigerung und vielleicht die Abspaltung von ungeliebten Konzernteilen aktuell. Wenn wir aufs EBIT gucken, ja, sind wir auch hier immer wieder mal schwankend. Wie gesagt, einige Sondereffekte, die wir hier zu sehen haben. Wenn man mal ganz generell auf die Bereiche guckt, dann kann man sagen, ist man relativ breit aufgestellt. Also wir sehen es, wir haben Chemikalien, wir haben Materialien, wir haben, man nennt es Industrie oder Industrial Solutions, also Industrie,
Lösungen eigentlich oder Lösungen für Problemstellungen in der Industrie. Wir haben vieles, was so ein bisschen um Service-Technologie sich betrifft, aber auch so einen Nutrition, also so einen Ernährungszweig, wo es um ja eigentlich so Supplements auch in einer gewissen Weise geht. Und wir haben halt, wie gesagt, diesen großen Teil auch immer noch an Düngemitteln, Agriculture Solutions. Also da geht es eigentlich darum, ja, integrierte Lösungen auch für Düngemittel zu schaffen. Wenn man auf die Umsatzverteilung guckt, dann ist die nämlich auch relativ breit gefächert, muss man sagen. Also man sieht es, wir haben keinen Umsatzanteil, der jetzt bahnbrechend wegfällt. Wie gesagt, Service-Technologie ist noch relativ groß. Es sind auch so Lacke drin, also auch so ein bisschen die Abhängigkeit sieht man für Autolacke, also auch da für Fahrzeuge und. Und dir geht es ja momentan auch vielleicht nicht ganz so gut. Wir sehen es, das Segment Materials ist auch noch ziemlich groß. Extrem breit natürlich aufgestellt. Das sind auch insbesondere die Bereiche, die halt zu Vorprozessionen von weiteren Gütern genutzt werden. Polymere, Polyamide. Wir haben ganz grundsätzlich, muss man einfach sagen, einen breit gefächerten Konzern. Wenn wir uns aber fragen, ja, welcher der Bereiche, der lief jetzt eigentlich in den letzten Jahren besonders schlecht, da muss man ganz ehrlich sagen, da schlägt das rein, was man eigentlich verhindern wollte über so eine breite Fächerung. Und zwar lief es eigentlich grundsätzlich breit gefächert in allen Bereichen schlecht. Also alle Bereiche hatten einen Rückgang und man sieht es ganz gut hier in diesen Zahlen 2022 darunter. Chemicals ist zurückgegangen, Materials ist zurückgegangen, Industrial Solutions ist zurückgegangen. Klar, die einen mehr, die anderen weniger. Man sieht es ja bei Agriculture Solutions, ja, die haben noch relativ konstant sich gehalten, aber wir sehen doch in allen Geschäftsbereichen hier einen Rückgang. Wenn wir mal auf die geografische Verteilung gucken, dann ist auch die relativ breit gefächert. Also Europa macht noch 28 Milliarden Euro Umsatz, ungefähr 19 Milliarden Nordamerika, 18 Milliarden in Asia Pacific, also alles rund um Asien und Südamerika ist auch noch dabei. Also auch global ist man ganz gut aufgestellt und verteilt und tatsächlich hat man auch global sehr, sehr viele Produktionsstandorte. Wie war jetzt so die Prognose? Ich meine, auch BASF hat natürlich eine Idee, wie man aus dem Jahr herauskommen will, wie man aus seinem Tief quasi wieder nach oben kommen will. Und man sieht es hier so ein bisschen, was waren die Prognosen für 2023? Also man wollte in vielen Bereichen, hat man gedacht, es gibt ein positives Momentum wieder in der Umsatzentwicklung, schon im Jahr 2023, also viel Erholung. Was wir aber hier sehen, und das sieht man tatsächlich ja ziemlich übergreifend, das, was ich gerade eben gesagt habe, in allen Bereichen gab es eigentlich einen deutlichen Rückgang. Agriculture Solutions hat sich so halbwegs gehalten, aber auch hier haben wir einen Rückgang gesehen. Das sieht man auch ganz grundsätzlich im EBIT. Auch da hatte man teilweise vielleicht sich so ein bisschen was Besseres erhofft. Hier unten ist man ein bisschen effizienter geworden und das hat so ein bisschen auch ja, wieder dazu geführt, dass sich das gelockert hat. Eine wichtige Kennzahl für BASF ist immer der Return on Capital Employed. Der wird immer mit ROCE abgekürzt. Heißt so viel, ja, wie viel Kapital haben wir ausgegeben, wie viel Kapital haben wir dort investiert und wie war unser Return? Auch da sieht man, hat man sich bessere Zahlen hier erhofft. Man muss aber sagen, es gibt so ein paar Lichtblicke, die sich hier gerade zumindest andeuten. Also wenn wir jetzt uns auf die Chemical Production ganz generell schauen, dann sehen wir halt, dass wir einen Trend haben, der zumindest im Q4 2023 in vielen Bereichen jetzt mal langsam wieder aufwärts zeigt. Also 2022 hatten wir in vielen Bereichen Probleme. 2023 gab es den deutlichen Trend nach unten und im Q4 2023 sieht man jetzt aber so etwas an Erholung. Das muss natürlich nicht heißen, dass das jetzt super nachhaltig ist, aber es zeigt sich zumindest, dass man einen Lichtblick sieht und das natürlich zum einen darin, dass wieder mehr Nachfrage existiert, dass zum einen mehr einfach verkauft werden kann und zum anderen möchte man aber den Konzern auch so umbauen, dass man deutlich an Kosten einsparen kann. Man sieht so ein bisschen, es gibt einen Cost-Savings-Plan und der sich insbesondere, das muss man sagen, auf den Standort Ludwigshafen richtet. Wer schon mal dort in der Ecke war, der weiß, dass ganz Ludwigshafen fast nur aus BASF gefühlt besteht und ein riesiger Standort ist. Und dieser Standort ist aber für BASF sehr, sehr teuer, was dann zum einen an den hohen Kosten liegt, die wir gerade eben gesehen haben, also an den hohen Energiekosten, aber auch an den hohen Personalkosten. Ja, und das Ziel ist es halt, diese Kosten weiter zu reduzieren. Bisher hat man es geschafft, halt
hier schon Kosten einzusparen. Und wir haben das in den Effizienzsteigerungen im EBIT so ein bisschen gesehen und im Gewinn, der trotzdem angestiegen ist, obwohl die Umsätze auch zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber halt, dass da noch ein bisschen was in Planung ist und man hier weiter einsparen muss. Und ganz hart gesagt muss man dazu sagen, das wird dazu führen, dass der Standort einfach verkleinert wird, dass Leute entlassen werden an diesem Standort. Ja, und man das Geschäft woanders hin verlagert. Wenn man so ein bisschen auf die Qualität des Unternehmens schaut, und wir haben ja gerade eben schon mal gesehen, okay, zum Beispiel der Verschuldungsgrad, der ist eigentlich bei einem so stark produzierenden Unternehmen sehr, sehr solide, und das sieht man auch hier so ein bisschen. Also man hat ungefähr 41 Milliarden an Equity gegenüber ja einen ähnlich hohen Bestand an Financial Debt und Other Liabilities, also eine relativ geringe Verschuldung. Und da sieht man so ein bisschen, dass sich diese Verschuldung, die man hier als Net Debt auch ausgezeichnet hat, eigentlich auch konstant hält, also man wirklich hier daran arbeitet, Effizienzen zu steigern. Man sieht auch, dass man in der letzten Zeit es geschafft hat, seine Total Assets ja so ein bisschen abzumildern, abzuschrumpfen. Man sieht es hier in der Veränderung von 2022 zu 2023. Natürlich geht das auch oft in der Equity, das wir ja auch gesehen haben. Aber man sieht aber, man reduziert sein Balance Sheet so ein bisschen, man arbeitet an Effizienzen. Was hier bei der Equity passiert ist, das gucken wir uns gleich nochmal an. Genau, das hier ist nochmal so ganz grundsätzlich, wie sich so die Chemieindustrie in der Vergangenheit entwickelt hat, und das ist eigentlich auch das, worauf man bei BASF also wieder gesetzt, also dass auch hier wirklich die Nachfrage hinzunimmt und das letztendlich für den Shareholder zu einem Return, zu einem positiven Return führt. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, schon auf dem Snapshot, wenn man die Dividenden mit einbezieht, dann hat sich das Investment jetzt nicht grandios entwickelt, aber es hat sich zumindest positiv entwickelt. Und das ist eigentlich auch das, worauf man hier setzt, indem man sagt, okay, wir sind eine starke Industrie, die stark an der Zyklik hängt, die für viele Bereiche verantwortlich ist und die auch jetzt nach einem Tief wieder in den Aufschwung geraten kann. Das ist auch ein Grund, warum BASF sagt, wir haben trotz des aktuellen schlechteren Geschäftsumfeldes das Momentum, dass wir an unserer Dividende festhalten. Also wir sehen es, die Dividende wurde lange Zeit gesteigert, jetzt nicht mit riesigen Wachstumsraten, aber sie wurde gesteigert, ja, so um die 2, 3, 4% immer. Man hat sich jetzt trotz des schlechten Jahres dazu entschlossen, auch hier die Dividende konstant zu halten. Und das ist auch das, was man in Zukunft wirklich machen will. Man sieht es hier nochmal im Graphen wirklich von BASF. Und es war damals ungefähr schon eine gute Dividendenrendite bei um die 4%, 4,1%. Dann ist der Kurs hier auch ein bisschen hochgelaufen. Wir sehen es, jetzt ist er zurückgekommen. Jetzt sind wir bei Dividendenrenditen von 7,37%. Zwischendurch waren wir sogar mal bei knapp 10%, auch was BASF betrifft. Und man sagt, okay, wir behalten das Ganze erstmal bei. Wir werden die Dividenden zahlen und wir werden die Dividenden weiterhin konstant halten, weil wir damit rechnen, dass sich das Geschäft wieder verbessert in der Zukunft. Was man dazu sagen muss, ist, dass man halt ja 3 Billionen dafür benötigt. Und ich gehe nochmal eine Folie weiter. Da wird das nochmal deutlicher. Hier sieht man nämlich so ein bisschen, wie sich die Equity, wir haben gerade eben mal gesehen, die Equity ist zurückgegangen, also das Eigenkapital ist zurückgegangen. Und wie sich das so ein bisschen entwickelt. Und man sieht halt auch, welche Posten damit reinspielen. Und wir sehen einen relativ deutlichen Posten, der hier bei diesen minus 3 Milliarden liegt, also minus 3 Milliarden an Dividends paid. Und es steht so vorne zwar, ja, das ist gecovert bei unserem Free Cashflow. Das stimmt auch noch, aber es ist halt sehr, sehr knapp. Also wir haben ungefähr ja 90% des Free Cashflows, 95%, die man benötigt, um halt seine Dividenden zu zahlen. Also nahezu alles wird hier für verwendet. Und wenn man jetzt an die Erschließung neuer Standorte denkt, wenn man den Aufbau an neuer Standorte mit einbezieht, wenn man halt auch noch andere Financial Parts mit einzieht, dann sind die nicht alle im Free Cashflow mit drin, aber die brauchen natürlich auch viel Liquidität rundum herum. Und die möchte man zwar weiter auch reduzieren, also auch die CapEx am Ende weiter reduzieren. Man muss aber sagen, dass man natürlich mit einem relativ knappen Free Cashflow hier gerade rechnet und dass der halt auch in gewissen Teilen dann zu Lasten der Equity geht oder auch gehen kann. Wir sehen also so ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat vom Januar 2023 hier oben von ungefähr diesen 41 Milliarden, die man hatte. Davon sind 3 Milliarden an Dividenden weggegangen. Dann gab es noch Steuern, die quasi da drauf gefallen sind.
wir sehen ja, wie sich der Gewinn entwickelt hat und wir sind halt jetzt bei diesen ungefähr 36.000. In Zukunft soll das Ganze, wie gesagt, gedeckt werden, auch durch den Free Cashflow auch weiterhin gedeckt werden. Was wir aber sehen, und das ist das, was wir auf dem Ausblick für das Jahr sehen, ja zum einen, dass man positiver ist, man sieht zwar Wachstum, man sieht schon, dass die Zyklik weiter anzieht, vielleicht nicht ganz so stark, wie sich das viele Analysten auch erhofft haben. Wir sehen aber auch, der Free Cashflow liegt halt in der Erwartung für 2024 bei ungefähr 0,1 Milliarden bis 0,6 Milliarden. Wir erinnern uns, 3 Milliarden braucht man für die Dividende. Das haut also nicht ganz hin. Das heißt, es wird weiterhin zu Lasten des Eigenkapitals gehen, was zwar sehr, sehr stark ist, was aber nicht ewig so weitergeführt werden kann, auch wenn man aktuell ja, das Bedürfnis hat oder auch die Dividende weiterhin konstant halten möchte. Also man sieht aktuell bei BASF, man ist so ein bisschen am Boden, man kriegt eine positive Dividendenrendite, die wird auch aktuell von Unternehmen weiter besteuert. Wir sehen eine leichte Erholung, das Unternehmen sieht ebenfalls die leichte Erholung, hält deswegen auch an seinen aktuellen Plänen fest, reduziert die Kosten weiter, aber wir sehen halt in gewissen Bereichen schon noch etwas Gegenwind und dass das Geschäft, auch wenn man es hier auf 2024 bezieht, wahrscheinlich noch nicht so stark anzieht, dass man hier den großen Sprung der Erholung sieht. Trotzdem, wie gesagt, wenn man jetzt auf das EBITDA guckt, dann sieht man hier einen deutlichen Anstieg. Also das Ergebnis soll sich in vielen Bereichen wirklich bessern, eigentlich überwiegend. Außerdem im Fall jetzt bei Agriculture Solutions, also hier mal so ein bisschen die Umkehrung, auf dem Cashflow gesehen, und das ist das, was wir gerade eben gesehen haben, sehen wir aber deutliche Rückgänge hier in diesen Segmenten. Kurz festzuhalten, dementsprechend einmal Pro und Contra von BASF. Man kann also sagen, wir haben ein Unternehmen, was profitieren will von seiner Größe, was davon auch sehr, sehr stark profitieren kann. Also man nutzt quasi diese Verbundwerke, man nutzt die Abfallprodukte, um andere Produkte zu produzieren. Das ist natürlich kosteneffizient. Man reduziert deutlich die Rohstoffkosten und die Bedarfskosten hierfür. Wir haben halt Innovation auch in den vergangenen Jahren gesehen. Wir sehen eine Expansion in Märkte rein, die dort auch noch sehr, sehr stark wachsen. Insbesondere auch in Asien hat man einen großen Bedarf auch an diesen Produkten. Man braucht viel Expertise dafür und da möchte eigentlich BASF auch weiter punkten mit dem breiten Portfolio und da auch so ein bisschen die Zukunft hin verlagern. Wir sehen aber, wir haben aktuell Nachfrage im Sektor, der sich eventuell wieder bessern kann. Wir sehen zumindest einen leichten Aufschwung. Wir sehen aber auch, dass halt generell eine Zyklik vorhanden ist, die erstmal wieder in Fahrt kommen muss. Und wir sehen halt sehr, sehr hohe Kosten, insbesondere auch in Deutschland und im europäischen Standort. Und dass halt dort auch Veränderungen herbeigeführt werden müssen. Und wir wissen, Veränderungen kosten im Zweifel auch immer Geld. Das mal so als erster Überblick für den Chemiesektor. Heute Nachmittag 16.45 Uhr geht es nochmal tiefer rein in der Investmentwerkstatt. Wir gucken uns noch ein paar Unternehmen an, auch Unternehmen, die gar aus Deutschland kommen, die sich der Chemiebranche annehmen, die aber eigentlich nicht so stark abhängig sind von dieser Zyklik, also so ein bisschen eigentlich antizyklisch auch agieren und schon in den letzten Monaten davon sehr, sehr stark profitiert haben. Wir blicken aber auch in die USA, wo wir halt andere Kostenstrukturen haben. Nächste Woche gibt es dann wieder Market Roundup, Marktüberblick, Quartalszahlen, Handelschancen. Und nächste Woche gucken wir uns dann wieder die Technologie etwas genauer an. Supermicrocomputer, Schäufelverkäufer des KI-Booms. Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank, bis heute Nachmittag und tschüss.